Herzlich willkommen hier auf dem MyLife-Kanal, beziehungsweise gehe ich jetzt live. Livestream ist ja quasi immer auf meinem Hauptkanal, deshalb, ja, hi, Grüße. Ja, ich hatte einfach Bock. Ich dachte mir, ich komme mal ein bisschen live, wir quatschen mal ein bisschen, wir probieren mal was aus. Es ist ja quasi gerade so ein bisschen, was ich bei TikTok gesehen habe, was so ein bisschen viral geht gerade, sind diese Zauberstäbe, wo vorne so Feuer rauskommt und so weiter. Und was mit Feuer zu tun hat und so ein bisschen Funken und so, da bin ich natürlich ganz schnell dabei. Hat mich gefreut, hat ich bestellt, hat auch nur, ich glaube, einen schlappen Monat gedauert. Und ja. So, bevor wir anfangen zu zaubern, kurze Werbung. Wenn ihr Bock haben solltet, ne, vollwertige Trinkmahlzeit. Ich habe heute noch nicht geschafft, was zu essen. Ich war schon beim Sport, war schon beim Kiesertraining, wegen meinem Rücken. Aber dann musste ich mich beeilen, dann musste ich packen, machen, tun, vorbereiten und habe es nicht geschafft, was zu essen. Aber ist wichtig. Wenn ihr Bock haben solltet, Link ist in der Beschreibung. Und ganz wichtig, gibt einen neuen Code. Nichts ist so stetig wie die Veränderung. Der neue Code lautet Madin-YouTube. Ganz wichtig. Also wenn ihr mich unterstützen wollt, wenn ihr Bock drauf haben solltet, Y-Food, ne? Wie gesagt, alles, was du so brauchst. Also das ist nicht dazu da, dass man sich da täglich von ernährt, sondern dabei geht es darum, dass du halt einfach Mahlzeiten überbrücken kannst. Weißt du, so wie ich jetzt zum Beispiel. Ich habe es jetzt nicht mehr geschafft zu kochen oder mir eine Stulle zu schmieren, aber ist halt griffbereit, brauchst nichts machen, aufdrehen, trinken, fertig. Und du merkst halt sofort, ey, funktioniert wieder. Habe ich auch in der Sahara gemerkt, mit dem Unimog unterwegs war. Ich war froh, dass ich das bei hatte. Also, wenn auch du Bock haben solltest, Link ist in der Beschreibung. Nicht vergessen, mit dem Code Madin-YouTube gibt es jetzt 10% auf deine Bestellung. Ich würde mich freuen in diesem Sinne. Prost. Ich trinke noch einen Schluck. So, nicht so viel, sonst muss ich gleich... Oh, kriegt er wieder... Ich bin hier völlig viel weg, müde, wegen Blut und so. So, ja, ich zeige euch mal das gute Stück. Also wie gesagt, allein die Beschaffung war schon... Oh, guck mal, ich habe hier so einen geilen Umhang. War schon schwierig. Ich habe es bei TikTok gesehen. Das wird in so einer Schatulle geliefert. Also ich habe mir den einfach bei Amazon bestellt, habe den gekauft. Ich habe den Link mal in die Beschreibung gepackt, aber ganz wichtig, Leute. Ich habe jetzt schon ein bisschen damit rumhantiert. Das ist jetzt nicht, wo ich sage, boah, das müsst ihr euch unbedingt kaufen. Nein, sondern einfach nur, weil ich eh von euch gelöchert werde, wo gibt's das Ding? Ich habe es mir bei Amazon bestellt. Wenn ihr der Meinung seid, dass das was für euch ist, dann ja, gerne. Aber ich habe damit nichts am Hut. Also ich bürge dafür auch nicht und ich sage auch nicht, boah, ja, unbedingt. Aber ich werde heute mal ein bisschen was damit ausprobieren. Und aus dem Grund habe ich mir auch gekauft. Weil ich fand es einfach so ultra witzig, dass du halt so ein Zauberstäbchen und dann kommt da vorne so Feuer raus. Und da war ich sofort voll dabei. Gut. Also, ich habe mal hier ausgepackt. Der wird in so einer ultra nice Schatulle geliefert. Die ist nicht nice, sieht nur so aus. Hier haben wir so ein Zauberpapier und, naja, ganz wichtig natürlich, du musst ja auch wissen, was du für Zaubersprüche anwendest. Kommt hier so eine Zauberspruchliste. Gut, ich habe mich für das Modell Hermine entschieden, weil ich es optisch einfach am geilsten fand. So, und ja, so sieht das Ding aus. Ist halt schnödes Plastik, ist halt jetzt nichts Besonderes und hat hier an der Seite so einen kleinen Knopf. Ja, und hier unten ist ein Schalter. Kannst du halt anschalten. Ich schalte schon mal on. Der ganze Bums wird mit so einem USB-Stecker geladen. Steckst du hier hinten rein und dann lädst du den auf. So, zack. Und hier so. Gut. Also der erste Punkt war schon mal, das zu bestellen, war schon mal ein eigenes Abenteuer. Dann hat das halt ewig gedauert. Und dann musste ich doch Zoll bezahlen. Das kam wahrscheinlich irgendwo her, wo eine Einfuhrzoll fällig wird. Egal wie. Das ist eine Schachtel, aber wie gesagt, das ist hier alles schnöde und sehr, 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 sehr günstig produziert. Um nicht zu sagen billig. Und dann ist hier noch ein kleines Werkzeug drin, was ich sehr spannend finde. Hier ist so eine kleine Nadel und auch so ein hier. Erzähl gleich warum. So, mein großes Ziel heute ist, ich habe da drüben ein Lagerfeuer vorbereitet, mit dem Ding das Lagerfeuer zu entzünden. Weil da kommt ja vorne eine Flamme raus. Ich habe das ein bisschen präpariert, das Feuer. Mal gucken, ob es funktioniert. Vielleicht wird das ein Gegenstand für die nächste Staffel über Seven in the Wild. Weil, weiß ich nicht, so, ja, kann knapper seine, weißt du? Gut, aber erstmal machen wir den klassischen Test, ohne dass wir da ans Feuer reinhalten. Also ich habe zu Hause schon, wer meinen Instagram folgt, der weiß, ich habe da schon ein bisschen was ausprobiert. Hätte mir auch beinahe schon gewisse Dinge kaputt gemacht. Weil wenn halt Flamme auf irgendwas trifft, was halt nicht so mit Flammen zu tun hat oder so, du cool findest, dann brennt sich da was ein. So Bildschirme, Linsen von irgendwelchen Kameras. Also ich sag mal so, es mit Vorsicht zu genießen. Aber wir reden jetzt nicht lange, wir probieren es aus. Ich weiß nicht, ob man es... Wir probieren mal. Also hier drinnen befindet sich im Ding... Ich drück mal drauf, Achtung. Da ist eine... Da, jetzt sieht man es. Seht ihr das rote Lämpchen? Das ist eine kleine Heizspirale. Die wird durch diesen Druckknopf quasi aktiviert und das befindet sich ungefähr auf der Höhe. Und dieses Papier... Das sogenanntes Pyropapier. Was genau das kann, warum das so heißt, weiß ich nicht. Und davon soll man einfach ein Stück abreißen, reinknüllen, drin drücken und
Akrakadabra, los geht's. Also, so einfach, wie es sich anhört, ist es aber nicht. Ich nehme mir mal jetzt hier so ein Stück. Ich habe auch schon hier mal fleißig probiert. Ich mache jetzt mal, ja, mit Gefühl, einfach so ein Stück ab. Ja, dann knülle ich das hier ein bisschen so zusammen. Dann wird das hier vorne rein gestoppt. Das mache ich. Und ich glaube, jetzt, na, Sägemehl. So, jetzt kommt dieses geile Teil hier zum Einsatz. Und dann drückt man das hier einfach so ein bisschen rein. Hier vorne ist so ein ganz kleiner Haken, seht ihr das? Da ist ein Mini-Haken und den kann man, dann kann man das hier umklappen, so, und dann ist das eine Öse. Seht ihr das? Krasse Scheiße. So, weil damit, wenn du das hier reinsteckst, den auch wieder rausziehen kannst, wahrscheinlich, wenn irgendwann was schief läuft. So, ich hab das jetzt hier so ganz smooth reingedrückt. Ja, ja, ohne Scheiß, Lebensart schreibt schon. Wie so eine alte Muskete, wo du vorher auch so ein Stück Papier reingehauen hast und so weiter. Gut, lange Rede, ja, keinen Sinn. Ich würde jetzt nicht direkt auf euch schießen, weil... Dann mach ich mir mein Telefon kaputt. So, ich überlege ja schon, ob wir das irgendwo machen, wo dunkel ist. Also vielleicht gehen wir in die Hütte rein. Hier ist ja so relativ dunkel. Also wenn dann hier... Warte mal, ich habe hier noch so ein Licht, das können wir auch nochmal ausmachen. Zack, machen wir aus. So, jetzt haben wir hier natürlich beste Voraussetzung. Seid ihr bereit? Fünfe-Knaller, Martin, fünf ihn. So, eins, zwei, drei. Ui, irre. Aber es ist nicht weit geflogen. Schwierig. Naja. Gut. Ui. Was für eine Magie. Ja, die Frage ist jetzt einfach, wie kriegen wir das dazu, dass das einfach weiter fliegt? Weil wenn, dann will ich ja schon so eine Distanzauslösung vom Feuer machen. Ich hab schon ein bisschen Bock drauf. Okay, ich probier mal. Weil das ist echt, glaube ich, das Schwierigste an der ganzen Sache, zu dosieren, wie viel Papier und vor allen Dingen, wie drücke ich es rein? Ich muss mal gucken, ist das überhaupt raus? Ach so, ganz wichtig, wenn ihr da reinguckt, nicht auf den Knopf drücken. Falls noch ein Rest drin ist, macht es... Da bitte dran denken, ja? Ich kann ja mal hier mit dem Stochi, mit dem Stöckerle, ich kann ja mal gucken, ob ich hier noch was rausziehe. Ich habe halt Schiss, dass ich die Spule da drin kaputt mache, weißt du? Nehme ich hier wieder so ein Stück Papier, ich probiere es nochmal aus. Also von der Logik her, wie bei einer Muskete, zündest du ja da drin quasi das Papier. Und das Papier, wenn das unter Druck steht, also wenn es richtig reingepresst ist, müsste ja durch die auftretende Energie des Verbrennens das rausgeschleudert werden, oder? Das heißt also, gar nicht so locker reinpacken. Probiert es aus, kann euch nicht versprechen. Also hey, es ist wie alles, ne? War es halt vorher bei Junge, ja. Das ist halt wie mit allem. Das ist halt ein Spielzeug, aber hier war auch eine übelst lange Liste mit bei, was man alles damit nicht machen soll und wer das erst überhaupt da haben darf. Und da war auch so ein Mindestalter angegeben. Ich weiß jetzt aber nicht mehr genau was. So, ich mache jetzt nochmal, ich drücke nochmal ein bisschen doller. Richtig bis runter, bis auf die Spule. Jetzt, habt ihr ja gesehen, kommt da Feuerball raus und ich versuche jetzt tatsächlich mein hier vorgefertigtes Lagerfeuer damit zu entzünden. Ich weiß nicht, ob es klappt, Freunde. Es bleibt spannend. Achtung, ich drehe jetzt die Kamera. Achtung, da ist mein vorpräpariertes Feuer, Lagerfeuer. Ich bin jetzt so, ich sag mal, Newtonmeter weg. Seid ihr bereit? Eins, zwei, drei. Ist ja nicht mal bis dahin gekommen. Aber ey, wir kommen der Sache näher. Wir müssen mehr Druck aufbauen, glaube ich. Ich weiß halt nicht, ich glaube, es waren so vier, fünf Schüsse und da muss man jetzt schon wieder laden. Also, ich werde jetzt mal einfach, ich weiß nicht, die Menge ist wahrscheinlich schon gut, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich drehe nochmal hier so zusammen. Die Frage ist ja halt, nimmt man das Papier und quetscht das halt urisch oder lässt man es so ein bisschen locker und stopft das einfach so rein? Weiß jemand, wie dieses Pyropapier funktioniert? Was wurde damit gemacht? Weil es fühlt sich wie normales Papier an. Und ich kann mir einfach nicht erklären, was war das denn, ja? Was? Oder vielleicht mehrere Kügelchen und dann feststopfen. Das ist vielleicht, okay, ich versuche mal was. Ich mache mal ein Kügelchen. So wie Dings gerade gesagt hat hier, was hat der Spaß gekostet? Ja, das ist auch so ein Thema. Soll ich mal nur so ein kleines Klügelchen zünden? Mal gucken, wie weit das fliegt. Achtung, ich mach mal hier so lang. Gut, da passiert ja nichts, da fängt es nur an zu qualmen. Gut, also muss mehr rennen. Also auf jeden Fall muss er Druck aufbauen. Ihr kostet, glaube ich, hat das Ding 107 Euro oder sowas. Plus diese ganzen blöden, hier. Zollgebühren und so weiter, war ich glaube ich bei 115 Euro. Und da dachte ich so, uiuiui. Aber, ey, ich sag mal so, ich bin ja hier auch, habe ja auch einen Bildungsauftrag und hochwissenschaftlich muss ich das rauskriegen. Taugt das was? Ist das was? Ist das nichts? Kann man das jemandem zum Geburtstag schenken oder nicht? Dafür bin ich da, ne? Weil das ist ja wichtig zu wissen. So, ich habe jetzt nochmal, wir nochmal zum Feuer. Ich hoffe, dass das hier noch an Power reicht. So, und habe ich ja was zum Laden hier. So, Achtung. Ich glaube, es liegt daran, dass ich keinen Zauberspruch gesagt habe. Ich mach mal. Expelliarmus, Infinity, bei der Macht von Grayskull. Hui. Naja, ich habe zumindest schon mal die Kante vom Feuer erreicht. Aber es ist nie hochgegangen.
Also ihr seht schon, es ist nicht so, wo man sagt so, easy, das kann jetzt jeder. Also, ich weiß nicht. Darum habe ich auch, sage ich euch, wie es ist. Guck mal hier, das kommt da alles wieder raus. Das hat nicht gezündet. So, gut. Wir hatten vorher eine bessere Dosierung vom Papier. Ich mache jetzt mal wieder ein bisschen weniger, weil es soll ja auch ein bisschen was rausfliegen vorne. Es soll ja Feuerball und so. Machen wir mal einen Zaubertrick. So. Seid ihr bereit? Was ist denn für eine Kacke? Mann! Gut, vielleicht habe ich wieder zu viel. Ich weiß es nicht. So, ich werde mal ganz kurz, weil ich Sorge habe, dass es gleich nicht mehr geht, hol mal schnell eine Powerbank, dann lade ich es und dann probieren wir mal mit dem Feuerzeug, was passiert. Würde mich mal rasend interessieren. So. Einfach mal so ein bisschen anzünden, wa, Freunde? Nee. Dann macht es nämlich puff und dann ist es wahrscheinlich weg komplett. So. Okay. Feuerzeug. Pyropapier. Was passiert? Keine Ahnung. Boah! Das ist ja geil! Magie! Ist ja geil. Das verbrennt ganz komisch. Da kann man ja auch so eine Tricks machen hier wie Feuerball-Jugend. Pass auf, machst du hier so? Machst du, Achtung! Ha! Ein bisschen heiß! Gut! Okay, also in der Hand halten ist keine gute Idee. Aber geil! Immer noch. Immer noch. Ich weiß nicht, ich liebe das. Ich bin auch so ein Fan von Zauberern. Ich weiß, es ist alles Illusionen, es ist alles Tricks, aber mich kriegst du damit. Mich kriegst du mit so billigen, kleinen Zaubertricks, wo einfach ein bisschen Papier verbrennt. Wie auch immer die das machen, immer muss ich noch. Ich muss noch mal. Ich liebe das. Ich mach das mal hier direkt vor der... Gut. Nichtsdestotrotz haben wir immer noch nicht ein brennendes Feuer. Das gefällt mir nicht. Ich brauche jetzt ein Feuer. Ich würde das noch mal ganz kurz nachpräparieren. Warte mal. Vielleicht ist doch die Menge entscheidend. Ich gehe mal auf die Hälfte. Bis jetzt habe ich immer mehr genommen, aber habe nie weniger genommen. Vielleicht ist das der Schlüssel. So. Ich habe es richtig fest drin gedrückt. Also jetzt nicht so ultra fest, aber schon so fest. Es wird Zeit für den nächsten Versuch. Ist halt alt live, ich kann halt nicht garantiert, dass es klappt. So, Junge, was ist ein Feuerball? Okay, so, zack. Und wir haben Versuch Nummer, wo sind wir? 6, 7, ich häng schon wieder. Ach, Mann. So, mein präpariertes Feuer. Infinity, Infinito, Infinitas. Ah, Peng. Das ist doch nicht dein Ernst. Was ist denn für eine Scheiße hier? Das hat doch am Anfang funktioniert. In Brutalitus. Das ist doch nicht dein fucking Ernst. Gut. Lass es mal am Strom angeschlossen. Der Stab hat es so geklappt. Also bei meinem Stab hat es so geklappt. Ja. Bei mir funktioniert eh nichts so, wie es soll. Nie. Für alle Leute, die dazugekommen sind, das Lagerfeuer ist präpariert. Ja, natürlich würde das niemals einfach brennen, wenn du da so einen Zauberstab hochhältst. Aber wir sind ja hier im Fernsehen. Nein, naja, Fernsehen. Also ihr wisst, was ich meine. Wir sind ja hier bei einem hochwissenschaftlichen Format. So, Cibiamus DPN. Okay, let's go, der Hase. Gut. Ist nicht mal bis zum Feuer reingekommen. Aber, ey, Versuch Nummer 8 und... Es ist so ja da angekommen. Witzig. Also im Sinne von, es ist da, es war rausgekommen. Irre. Ich hab's leider nicht on-cam gesehen, aber wir nähern uns dem Flug. Bin jetzt unten. Wir machen das jetzt so lange, bis das funktioniert. Und wenn ich hier noch mitten in der Nacht stehe, ist mir scheißegal. So. Okay. Wir haben jetzt Power. Seid ihr bereit? Ich geh noch näher ran. Expediamus. Ach, leck mich doch geschissen in der Fresse. Jetzt mal ernsthaft. Also, das hat gerade nur Pfff gemacht. Was soll das? Bin ein bisschen enttäuscht, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe gedacht, das geht hier richtig ab. Aber, das Pyropapier fällt mir sehr gut. Muss ich mal gucken, ob man das auch so kaufen kann irgendwo. Der fällt mir sehr gut. Macht mir sehr viel Spaß.
Da lasse ich mir auf jeden Fall noch mal ein paar andere Schandtaten einfallen. Ja, also müssen wir ja nicht unnötig in die Länge ziehen. Ihr seht selber, von mir kriegt dieses Ding keine Empfehlung. Ihr habt ein paar schöne Bälle gesehen und so weiter, aber ich glaube, das wird kein Gegenstand für Staffel 2 oder Staffel 3 oder für sonst irgendeine Staffel. Ja. Aber ich habe euch einen Feuerball versprochen, ihr kriegt einen Feuerball. So, werde mir jetzt einfach hier was probieren. Vielleicht kann ich das hier werfen, vielleicht kann ich das Feuer werfen. Versteht ihr, was ich meine? So, probiert das jetzt aus. Bitte zu Hause nicht nachmachen, was ich hier tue, ist einfach bescheuert. Okay, ich tu mal, ja? Also ihr seid da in Sicherheit, kann euch passieren. Richtig gut. Mann! Hat richtig gut geklappt. Ich opfer jetzt mein letztes Stück, was ich habe. Dann kann ich das Ding danach auch, oder ich bestelle nochmal Papier nach und dann probiere ich vielleicht nochmal, wenn ihr, ja. Ach, der Umhang, ja, der ist leicht entflammbar. Okay, also ich probiere jetzt nochmal was. Ich habe da ja ein bisschen was präpariert. Ich muss da nochmal was nachbessern. Und ihr bleibt stay tuned. Nee, ist klar. Gut, machen wir auch noch die Lagerfeuerstelle kaputt. Ach, ist wieder so ein Tag. Läuft bei dir. Okay, bereit? Letztes Stück Feuerpapier. Ui! Hat geklappt. Ich bin Magier. So, naja, Kike. Feuer brennt. Ach ja, was für ein Test, Mensch. Jetzt habe ich kein Feuerpapier mehr, aber ein Feuer brennt. Ich hab's euch versprecht. Gut, ein Feuerball war es jetzt nicht. Aber es ist einfach live, was soll ich machen? Ich kann's ja nicht erzwingen. So. Ach, wisst ihr was? Schreibt mir einfach in die Kommentare, wenn ihr Dinge gerade haben will. Wir losen aus. Wenn das Highlight-Video auf dem Martin Live-Kanal kommt und ihr das jetzt seht, hey, einfach drunter kommentieren, ich will deinen Stab. Nee. So ein Feuerball, Junge, schreibt er einfach drunter. Genau, und dann lose ich jemanden aus und dann schicke ich ihm das Ding zu. Ohne Zauberpapier, aber mit USB-Ladegerät und von Hermine. Finde ich, ist eine geile Geschichte. Was soll ich damit? Es funktioniert ja eh nicht. Aber es gibt ja Leute, die das einfach so als Deko. So, wenn ihr Bock haben solltet. In diesem Sinne, ich hab euch lieb. Nicht vergessen, wer schwitzt, stirbt. Lasst euch drücken. Vielen Dank für eure Unterstützung. Macht's gut, ihr Süßen. Ciao. Ich glaube, Martin ist verrückt. Ja, ich sag's euch ehrlich, er ist verrückt und er lebt gefährlicher. Macht so Dinge, die hier sonst keiner macht und am Ende überlebt er nur knapp.